Ja, hallo mein Kirchhain, der Frank Wagner hier. Ich bin jetzt gerade an der Heinrich-Weber-Halle und habe mir heute vorgenommen, mal bei der Begehung ist eigentlich der falsche Begriff, bei der Befahrung des Hundburg-Trails mitzufahren. Ja, und bei mir ist der Frank Battenfeld, der mir glücklicherweise dabei ein bisschen unter die Arme greifen wird, wenn wir dann gleich also in die Pedale steigen. Also, Frank, hallo, grüß dich. Seid gegrüßt. Erzähl doch einfach mal, was ist denn der Hundburg-Marathon, weswegen wir eigentlich diese Begehung hier machen? Okay, also Hundburg-Marathon war vor gut einem Jahr oder vor anderthalb Jahren meine Idee, dass man einfach wieder hier im Landkreis Marburg-Biedenkopf mal wieder ein Fahrradrennen etabliert. Mhm. Nachdem es auch in Ströck das Radrennen nicht mehr gab, ein Fahrradstraßenrennen, haben wir gedacht, eigentlich müsste man hier mal wieder was machen. Ja. Das Gelände bot sich an, Forstamt hat mitgespielt. Insofern haben wir eine Strecke angelegt. Letztes Jahr Premierenveranstaltung gehabt, gleich mit 200 Leuten Beteiligung. Oh, super. Ja, und die Resonanz war auch so gut, dass der Bund Hessischer Radfahrer gesagt hat, wir machen dieses Jahr die Hessenmeisterschaften Langdistanz-Marathon. Super. Und wann findet das Ganze statt? 3.6. Das ist ein Sonntag, morgens um 10 Uhr. Morgens um 10 Uhr geht voraussichtlich bis wann? Für die, die zugucken wollen vielleicht? Circa 14 Uhr, würde ich mal sagen. 14, 15 Uhr. Wir haben auch ein schönes Rahmenprogramm. Mhm. Also für jemanden, der kein Fahrrad fährt, der kann auch einfach mal auf eine Bratwurst, Kuchen vorbeikommen. Es wird eine Liveband spielen, eine sechsköpfige Liveband wird spielen. Ja. Wo geht's los? Das geht hier direkt, wo wir stehen, ist Stadt und Ziel. Okay, also bei der Heinrich-Weber-Halle. Man kann sich noch anmelden. Richtig, man kann sich noch anmelden, entweder online, genau, eine Woche lang. Den Link setze ich einfach in die Videobeschreibung rein. Super. Ja, und dann, wer kann alles mitmachen? Ja, das können ab 9 Jahre alte Jungs, Mädels können mitmachen. Und nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Wir hatten letztes Jahr einen, oftmals ich nicht lüge, 77 oder 78-jährigen Herrn, der hier wahnsinnige Zeit gefahren ist. Also den haben wir echt gefeiert. Mhm. Also, ist für jeden was dabei. Dann würde ich sagen, auf zur Begehung. Auch ich trete heute mit in die Pedale. Allerdings mit ein kleines bisschen Unterstützung. Wo haben wir es denn? Da. Denn der Frank war so freundlich, für einen Fettsack wie mich auch ein E-Bike zur Verfügung zu stellen. Und da setze ich mich dann gleich drauf und dann geht's los. Wie viele Kilometer erwarten uns jetzt auf dem Stück? Genau 21 Kilometer. Okay. Ganz abwechslungsreiche Strecke, berghoch, bergrunter, schöne Naturwege, gebaute Trails. Ja, und wir haben noch ein paar Mitfahrer dabei. Da kommen noch ein paar dazu und dann kriegt ihr ein paar Einblicke von der Strecke und ich bin mal gespannt, wie es wird. Viel Spaß. Super. Bis gleich. Sehr schön. Erstmal verfahren. Da brauche ich. Ja, musst du sehr langsam da durchfahren. Ach du Schande. Okay, da schneide ich mal die Tasche hinten an.
Wenn ich da eigentlich hinten noch. Also hier werde ich jetzt anfängermäßig durchfahren. Ja. Das ist mir. Dazu bin ich nämlich noch echt zu unerfahren. Bitte? Okay. Meine Fresse. Und hier wollt ihr mit was für einem Tempo nachher durchfahren? Kann ich nicht bei einer fahren? Gott sei Dank. Zu warm machen. So. Also, diese Scheiße musst du rausschneiden. Ne? Ja, gut. Ich bin auch nur ein Mensch mit vielen Fehlern. Ich habe noch ein bisschen gewartet, dass er mich sieht, wo ich einknicke. Also, ich habe der ist vielleicht die andere Strecke gefahren, vielleicht. Geradeaus, ne? Ja. Ja, kann ich ja beruhigt sein, dass ich nicht der erste Verlust bin. Ja. Noch habe ich überlebt. Ja, okay. Ja, da freue ich mich ja. Über die Schanze muss ich aber jetzt nicht drüber. Okay, wenn ich überhaupt hochkomme. Koordination ist nicht mehr die beste.
So, kurze Pause. Wo sind wir hier gerade? Wir sind am ewigen Weihnachtsbaum in Burgholz. Ein Baum, der von Wandervereinen oder Sportvereinen, die Winterwanderungen machen, immer wieder neu geschmückt und dekoriert wird und ergänzt wird. Und ist ein markantes Zeichen hier oben im Wald. Okay, ja, also wer ihn noch nicht kennt, schöne Tradition, macht mal eine Winterwanderung und bringt ordentlich Weihnachtsspuck mit. Wieder auf den Sattel kriegen. Ja. An manchen Stellen habe ich das Gefühl, ich brauche keinen Hilfsmotor, ich brauche Stützräder. Ach, war das schön. Das ist ein Wort, das gefällt mir. Also zumindest, wenn es eine seichte Abfahrt ist. Ganz selbstbewusst sagen, noobs. Ui, das haben wir schön gemäht. Och du Scheiße. Das gefällt mir gar nicht. Geht in die Handgelenke.
dass ich da lebend runter bin. Gut, dass wir keine Windel dabei haben, oder? Ja. Bitte? Gut, dass wir keine Windel dabei haben, die wäre voll jetzt gewesen. Du wusstest gar nicht, dass hier so was Schönes gibt. Ey, schön. Ja, der Fuß gefällt mir. Dann probier ich jetzt. Geht der jetzt erstmal nur geradeaus, nehme ich an. Das ist eine Strecke auf meinem Niveau. Auf! Anstrengend ist das doch nicht. Ich habe den Boostschalter gefunden. Der ist enorm gut. Ihr habt selbst gesehen, das war kein leichter Weg für mich, aber nichtsdestotrotz, so ein E-Bike ist eine tolle Sache. Ich bin heute zum ersten Mal drauf gewesen auf der Sache. Natürlich haben mir die Kollegen da hinten nur bei der zweiten Hälfte erklärt, dass es auch einen Boost gibt. Den habe ich dann auch genutzt. Also das letzte Drittel war dann umso einfacher. Und ja, vielen Dank nochmal an dich, Frank. Sehr gerne. Für die Bereitstellung. Hat super Spaß gemacht, auch mit allen anderen, die mit dabei waren. Nächste Woche wieder. Genau, nächste Woche, das stimmt, das wollte ich noch sagen. Nächste Woche, dann nehmen wir uns beide mal mit rein ins Bild. Nächste Woche ist Samstag, 15 Uhr. Warte mal, wir stellen uns mal mit der Sonne. Genau, mit der Sonne, so ist besser. Genau, also nächste Woche ist Samstag. 15 Uhr, Streckenbesichtigung. Gibt es wieder eine Streckenbesichtigung? Zweiter Teil. Teil 2, ist das dann die gleiche Strecke, die wir heute gesehen gleiche haben? Gleiche Strecke für Interessierte, die Langstrecke fahren wollen, inklusive Humburg-Teil, der sehr technisch ist. Und wer sich vorgenommen hat, die 88 Kilometer zu fahren an dem Tag, soll das auch einmal sich wenigstens angeguckt haben oder auch gefahren sein natürlich. Okay, super. Ja, und dann sehen wir, wie es da weitergeht. Ja, also ich denke, ich komme da auch nochmal vorbei, wenn ich die Zeit finde. Heute war interessante Erfahrung für mich als eigentlich Nicht-Sportler. Das wird sich vielleicht in Zukunft auch ein bisschen ändern, weil auch gerade so ein E-Bike gibt auch unheimlich viel Selbstvertrauen, Motivationsschübe im wahrsten Sinne, gerade bergauf. Ja. Aber wie gesagt, ab und zu wären Stützräder auch nicht schlecht, gerade bei den Bergabstrecken. Alles Übungssache. Ja, also nächsten Samstag hier auf dem Parkplatz von der Heinrich-Weber-Halle um 15 Uhr treffen wir uns dann wieder. Ja. Ja. Und dann? Alles klar. Bis demnächst oder bis zum Hundburg-Marathon. Also, ciao. Macht's gut. Tschüss.